Ich rufe auf den Punkt 10. Erste Lesung, Gesetzentwurf Fraktion der SPD, Fraktion der Freien Demokraten. Beides Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches 2021. Gesetzentwurf wird eingebracht vom Kollegen René Rock, Fraktionsvorsitzender der FDP. Bitte etwas Aufmerksamkeit. René, fang an. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich will noch einmal den Titel des Gesetzes etwas zusammenfassen, weil er nicht so aussagekräftig ist. Es geht um die Installierung eines Landeselternbeirats für unsere Betreuungseinrichtungen im Land Hessen. Warum setzen wir das erneut auf die Agenda? Es war ja schon einmal Thema in der letzten Legislaturperiode, weil wir der Auffassung sind, dass sich an der Dringlichkeit dieser Initiative nichts geändert hat und weil wir natürlich ein Stück weit den Druck hochhalten wollen für dieses aus unserer Sicht wichtige Thema. Warum ist uns dieses Thema so wichtig? Lassen Sie mich einmal kurz zurückblenden. Vor 15, vor 10, 15 Jahren war die Betreuungslandschaft in unserem Land komplett eine andere. Die Situation in den Familien war in der Mehrheit komplett eine andere als heute, mit der Möglichkeit der Ausweitung der U3-Betreuung und der massiven Ausweitung der Ganztagsbetreuung unserer Kindergärten hat es eine signifikante Änderung in den letzten Jahren der Situation der Familien in unserem Land gegeben. Dieses muss man zur Kenntnis nehmen. Wir sind der Meinung, dass, wenn es heute so ist, dass über zwei Drittel aller Kinder, die in eine Kita in unserem Land gehen, bereits in eine sogenannte Ganztagskita gehen, also über den Mittag betreut werden, wenn wir in manchen Bereichen im letzten Krippenjahr bereits ähnliche Zahlen haben wie in der Kita, also fast 80-90% in eine Krippe gehen, wenn wir heute in Hessen die Situation vergleichen mit der Situation vor wenigen Jahren, ich darf hier einmal als Beispiel meine Heimatstadt nennen, da gab es vor 15 Jahren 12 Krippenplätze, 6 davon fest an das Krankenhaus vermietet. 6 Krippenplätze für eine Kommune mit 20.000 Einwohnern. Heute gibt es annähernd 200 Krippenplätze. Es gibt ein riesiges Angebot an Ganztagsbetreuung, das vorher undenkbar war. Die Betreuung an den Grundschulen ist ausgebaut worden. Wir haben in den letzten 10, 15 Jahren eine komplette Veränderung dieser Struktur erlebt. Darum müssen wir auch darauf reagieren bei der Frage, wie können Eltern die Erziehungspartnerschaft leben, weil die Eltern haben sich nicht verändert. Das Bedürfnis der Eltern, einzuwirken auf die Erziehung ihrer Kinder, das Bedürfnis der Eltern, sicher zu sein, dass ihre Kinder beziehungsvoll unterstützt werden in diesen Betreuungseinrichtungen, dass sie weiter Einfluss auf diese Situation haben, das ist ein Urinteresse der Eltern. Und darum müssen wir dieser Partizipation und dieser Erziehungspartnerschaft einen viel größeren Rahmen geben und müssen an dieser Stelle auch aktiv wirken, diesen Eltern diese Möglichkeiten zu geben. Ein Schritt, nicht mehr, nur ein Schritt ist dieses Gesetz, das wir hier vorschlagen, zusammen mit den Sozialdemokraten. Die Möglichkeit, den Eltern ein legitimes Sprachrohr auf Ebene der Jugendämter, also dort, wo die Qualitätsstandards gesetzt werden, aber auch hier bei uns im Hessischen Landtag zu geben, um sicherzustellen, dass die Interessen der Eltern ausreichend von uns in unseren politischen Vorhaben auch berücksichtigt werden können, und zwar einer legitimen Vertretung aller Einrichtungen, aller Kinder in dieser Einrichtung und der Eltern, die eben diese Kinder in diese Einrichtung gegeben haben. Das ist ein absoluter Fortschritt in der Frage der Partizipation der Eltern in diesen politischen Diskussionsprozessen. Applaus
Aber lassen Sie mich noch einmal einen anderen Aspekt beleuchten. Das ist der Aspekt. Sie wissen, ich habe über 100 Kindertageseinrichtungen besucht in Hessen. Und dort bin ich auf eine Erzieherin getroffen, die mich gefragt hat, über 100. Was soll denn das? Das ist, glaube ich, das spricht für sich aus der Reihen der CDU. Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass ich Ihnen das auch noch einmal mit hier mitgebe. Die Erzieherin, die auf mich zukam, eine hochengagierte Erzieherin, stellvertretende Leitung einer Kindertageseinrichtung, hat mich gern gefragt, was ist Ihnen in Wiesbaden, was sind uns eigentlich unsere Kinder wert? Was sind uns unsere Kinder wert? Und ich glaube, jeder hier, vielleicht mit einigen wenigen Ausnahmen, würde hier antworten, alles. Unsere Kinder sind uns alles wert. Und ich denke vielleicht zuerst einmal an mein Kind oder an das Kind, aber wir müssen an jedes Kind denken. Und darum ist die Frage der Qualität bei der Frage der Chancen der Kinder eine entscheidende Frage. Und ich bin gespannt, ob der neue Sozialminister, der hier zuständig ist, einen anderen Ton anschlägt als der andere Sozialminister, den ehemaligen Sozialminister, der mit dieser Thematik ja auf Kriegsfuß stand, was wir hier alle noch in Erinnerung haben. Aus Sicht der Freien Demokraten brauchen wir über diese Legislaturperiode ein Drittel mehr Erziehungskräfte in unseren Einrichtungen. Das allein wird rund mit den Qualitätsverbesserungen, würde über die 5 Jahre in der Endausbaustufe rund 750 Millionen € mehr kosten. Eine gigantische Summe. Eine gigantische Summe, die man erst einmal aufbringen können muss. Wenn jetzt Zwischenrufe aus der Regierung kämen, die würden sagen, das ist unfassbar, das kann man nicht bezahlen. Sie haben ein Wahlkampfgeschenk von 350 Millionen € über Nacht zur Verfügung gestellt für die Kostenlosstellung der Gebühren in unserem Land und haben damit versucht, eine Wahl zu gewinnen. Da war das Geld überhaupt keine, hat überhaupt keine Rolle gespielt. Sie haben es einfach besorgt. Aber ich möchte noch einmal an Sie appellieren, gerade an die Kolleginnen und Kollegen von den GRÜNEN. Wir reden über Chancen, über die Chancen junger Menschen. Wie gesagt, über 100 Kindertagesstätten. Ich habe Kindertagesstätten besucht, die in Milieus lagen, wo vielleicht Parteien, deren Wählerklientel ein besseres Einkommen haben, wie z. B. bei den GRÜNEN sicherlich, die dort ihre Kinder betreuen lassen sollten. Ich habe einen signifikanten Unterschied in der Qualität der Einrichtungen zwischen Milieueinrichtungen gesehen und Einrichtungen, die in Brennpunkten lagen. In Brennpunkten lagen. Einen gigantischen Unterschied. Und wer hier nicht in die Qualität investiert, der versündigt sich an diesen Kindern und tritt die Chancengerechtigkeit in unserem Land mit den Füßen. Und darum, Sie haben jetzt hier die Verantwortung, handeln Sie. Und wenn Sie das für eine richtige Politik halten, dass die Leute, die sehr gut verdienen und in ihren Milieus leben, jetzt keine Gebühren mehr bezahlen müssen, wenn Sie das für die richtige Politik halten, dann sorgen Sie jetzt dafür, dass auch die Kinder, die nicht in diesen Milieukindergärten sind, sondern in denen, in denen es wirklich eine Herausforderung gibt und wo man resilient sein muss, wenn man Abitur machen will am Ende, dass auch die Kinder in diesen Einrichtungen eine Chance bekommen. Investieren Sie in die Qualität, sonst werden Sie sich nämlich den Vorwurf des Wohlstandspopulismus als GRÜNE hier nicht mehr erwehren können, weil das eine signifikante Frage ist von Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft. Kollege Rock, Sie müssen zum Schluss kommen. Ja, dann fasse ich in einem Satz zusammen. Sie haben drei Möglichkeiten. Die erste ist, Sie stimmen unserem Gesetz zu, werden Teil dieses Gesetzes, kommen mit drauf. Die zweite Möglichkeit ist, Sie lehnen es ab, bringen es eigene gleichlautend ein. Der gleiche Erfolg für die Menschen in Hessen. Und die dritte Möglichkeit ist, Sie sagen uns endlich, wann Sie ein eigenes Gesetz einbringen. Dann können wir uns darauf einstellen. Ansonsten werden Sie sie mit diesem Thema nicht in Ruhe lassen. Es ist eines der wichtigsten Themen, was die Eltern in unserem Land umtreibt. Und das werden wir auch auf den Punkt bringen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rock. Ich bin immer wieder fasziniert, was ein letzter Satz ist. Aber alle Achtung. Alle Achtung. Das Wort hat der Kollege Scholz, AfD-Fraktion. Bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Kollegen!
liebe Jugend auf der Tribüne. Die Förderung junger Ehen und der Familie sowie frühkindliche Bildung stehen für die AfD an vorderster Stelle. Somit ist uns der Artikel 6 des Grundgesetzes ein Herzensanliegen, der da heißt, Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Das Hessische Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch regelt ausschließlich die Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Tageseinrichtungen kommunaler, kirchlicher und freier Träger. Die Betreuung der Kinder durch die Eltern in ihrer gewohnten Umgebung findet leider keinerlei Beachtung. Dabei ist erwiesen, dass gerade Kinder unter 3 Jahren am effektivsten in ihren Familien gefördert werden, da sich ihr Lernen und ihre Entwicklung sehr stark bindungsbezogen vollzieht. Es fehlt leider in diesem Gesetz jeglicher Ansatz, der eine Unterstützung derjenigen Eltern vorsieht, welche sich frei von jeglichen finanziellen Zwängen zwischen Berufstätigkeit und Erwerbspause entscheiden wollen. Wir erwarten, dass das Land Hessen die elterliche Betreuung genauso wertschätzt und unterstützt wie Kitas und Tagesmütter. Kommen wir auf den Gesetzentwurf zurück. Beide Vorlagen, die ja erst von der FDP im Vorstoß da waren, dann in der Zusammenarbeit mit der SPD, beide Vorlagen wurden abgelehnt am 21.06. und Sie haben ja diesen Text unverändert eigentlich wieder vorgelegt. Die vielfältigen Anregungen und Bedenken aus der öffentlichen Anhörung, die ich mir sehr genau angehört habe, und den schriftlichen Stellungnahmen von Verbänden und Institutionen, auch der Landesarbeitsgemeinschaft Kita-Eltern, findet in Ihrem erneuten Vorstoß leider wenig Beachtung, eher keine. Dass Sie mich nicht falsch verstehen, der Vorstoß der FDP ist sehr sinnvoll und richtig. Dieser Vorschlag hätte auch von der AfD kommen können. Moment, ich bin noch nicht fertig. Doch, doch. Ein echtes Mitsprache- und Gestaltungsrecht steht den Eltern aus verfassungsrechtlicher und moralischer Sicht einfach zu. Daher begrüßen wir grundsätzlich eine Beteiligung der Eltern an Entscheidungsprozessen, welche die Gestaltung der Betreuung, der Erziehung und in Grenzen auch der Bildung betrifft. Ebenfalls halten wir eine Verankerung der Elternvertretung auf Jugendamts-, Bezirks- und Landesebene unter bestimmten Voraussetzungen für zukunftsweisend, damit aber genug der Zustimmung. Die Wahl eines demokratisch legitimierten Landeselternbeirates, welcher die Interessen aller Eltern vertreten soll, ist nur dann gegeben, wenn wirklich alle 4.200 Einrichtungen, möglichst alle, in den 423 Kommunen miteinander vernetzt sind, Elternbeiräte auf Städte-, Gemeinde- und Jugendamtsebene flächendeckend gebildet worden sind und damit der notwendige Unterbau, die entsprechende Basis gebildet worden ist. Es hat sich aber an der Situation bis heute nichts Gravierendes geändert. Und es gibt halt noch sehr viele nicht funktionierende Elternbeiräte. Da müssen wir uns einig sein. Am besten, und das ist erfahrungsgemäß, arbeiten Elternbeiräte in Einrichtungen privater und kirchlicher Träger, da hier das persönliche Engagement der Eltern besonders hoch ist. In Großstädten und da vor allem in den Brennpunktbezirken, Sie sprachen es gerade an, Kollege Rock, sieht es gar nicht so rosig aus. Hier sind Kitas und Krippen leider oft nur reine Aufbewahrungsstationen. Die Kinder werden früh hingebracht, abends wieder abgeholt. Ein Interesse dieser Eltern an einer Mitarbeit oder Kooperation erwartet man oft vergebens. Auch das ist leider eine Realität, meine Damen und Herren, dem wir uns einfach stellen müssen. Und dieses liegt, und das müssen Sie sich anhören, natürlich nicht selten an dem überproportionalen Migrationsanteil, der nachweislich, so wie an unseren Schulen, zwischen 70 und 100 teilweise liegt. In Großstädten Frankfurt ist das die Regel. Gerade für Kinder mit Migrationshintergrund, meine Damen und Herren, ist es wichtig,
in Gruppen mit einem möglichst geringen Migrationsanteil betreut zu werden. Wie sollen diese Kinder in unsere Gesellschaft integriert werden? Wie bitte die deutsche Sprache fehlerfrei lernen, wenn überwiegend Türkisch oder Arabisch gesprochen wird? Der Deutsche Philologenverband machte darauf schon 2017 der Herr Meidinger aufmerksam. Und was für die Kinder gilt, meine Damen und Herren, gilt auch für die Eltern. Für sie ist dieser Zustand ebenfalls integrationshemmend. An derartigen Einrichtungen wird es also schwer werden, gut funktionierende Elternvertretungen aufzubauen. Strukturprobleme sind dazu, um zu lösen und nicht sie zu verstärken. Und da müssen wir ran. Auch die Heterogenität der Elternschaft an vielen Einrichtungen, bezogen auf Bildungsniveau, Sie sagten es auch schon, sozialen Status, religiöse, politische, weltanschauliche Überzeugungen und Anschauungen, ist Rechnung zu tragen. All diesen Interessenslagen gerecht zu werden und eine gewisse Professionalisierung der Elternvertretung zu erreichen, ist eine echte Mammutaufgabe und kann nur unter professioneller Anleitung erfolgen. Das muss auch, meine Damen und Herren, für die Schulungen der Elternbeiräte gemäß Absatz 7 Ihres Entwurfs gelten. Sie wollen die Verantwortung dafür jedoch an die Hände der Landeselternvertretung legen, und diese können dann nach eigenem Ermessen auch Dritte beauftragen, wer immer das auch ist. Sie werden dann nicht konkret. Die inhaltliche Gestaltung dieser Schulungen setzt jedoch eine gründliche, vorausgehende und stetige Evaluation, z. B. durch Elternbefragungen, voraus. Hierbei ist vor allem sicherzustellen, dass diese Schulungen politisch neutral, ideologiefrei und mit einem hohen Qualitätsanspruch erfolgen. Wir erwarten dazu im Gesetzestext eine entsprechend klare Aussage. Dann, meine Damen und Herren, wäre noch zu klären, was denn angemessene Mittel nach Absatz 5 wären, die man den Elternvertretungen zukommen lassen will. Eine solch unkonkrete Pauschalzusage können wir nicht mittragen. Der lapidare Hinweis nach Maßgabe des Haushalts erachten wir für unzureichend. Die LAG Kita-Eltern e.V., ich habe mich mit denen sehr gut befasst, würden mit der Aufgabe, wurden ja betraut, wurden ja auch finanziert, ich glaube 50.000 € oder so etwas in der Richtung, die dann den notwendigen Unterbau und die entsprechend nachhaltigen Strukturen schaffen sollen, sind weiter unbedingt zu unterstützen. Man sollte ihnen jedoch die entsprechende Zeit geben. 1 bis 1,5 Jahre wären da sicherlich angemessen. Herr Kollege, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich bin am Ende. Der vorliegende Gesetzentwurf lässt noch viele Fragen offen, ist leider noch unausgereift und verfrüht. Die AfD lehnt diesen Gesetzentwurf in dieser Form ab, sind aber bereit, hier unsere Mitarbeit in dem neuen Gesetzentwurf mitzuwirken und mitzuarbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat die Frau Kollegin Böhm, Fraktion DIE LINKE. Dann lassen Sie mich, Frau Kollegin, noch darauf hinweisen, es war die erste Rede des Kollegen. Dazu herzlichen Glückwunsch. So, bitte sehr, Frau Kollegin Böhm, Sie hat das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ja, klar, wir auch wollen eine Landesvertretung der Eltern zu frühkindlicher Bildung. Das war im letzten Plenarperiode schon die Diskussion. Jawohl, gibt es anscheinend auch keinen Dissens. Die Frage geht eher darum, wie diese aussehen soll. Eltern müssen mitreden können, wenn es um die Ausgestaltung der Kinderbetreuung geht. Und sie müssen auch gegenüber der Landesregierung deutlich machen, dass sie eine Kita-Betreuung mit einer hohen Qualität erwarten und dass die Kitas sowie die Kommunen so ausgestattet werden müssen, dass die Kita-Betreuung gut und möglichst kostenlos ist. Sie müssen ihre Interessen auch bezüglich der hessischen Umsetzung des nicht ganz so gute Kita-Gesetzes deutlich machen können. Und hier sind natürlich aber auch Erzieherinnen und Träger gefragt und müssen nicht nur angehört werden. Ich denke, das ist eine klare Position.
Aber ich habe jetzt auch einige Dinge gehört, die mich doch ein bisschen aus der Fassung gebracht haben. Ich denke, ganz wichtig ist, dass Kinder von Kindern lernen, diese Theorien von der frühkindlichen Bindung sind ja sehr abstrus, die jetzt hier geäußert worden sind. Bindung kann man auch zu Erziehern und Erziehern, zu Lehrerkräften entwickeln, kann man auch zu dritten Personen entwickeln. Das ist ja auch unser Interesse, dass wir eine gute Qualität in den Kindertagesstätten haben, sodass auch gerade über Bindung und Beziehung eine gute pädagogische Arbeit gemacht werden kann. Und die Vorstellung, dass Bindung nur zu Eltern passiert, ich weiß nicht, in welcher Mottenkiste der Pädagogik, aus welcher Mottenkiste der Pädagogik denn das herausgeholt worden ist. Ich bin froh, dass Kinder von Kindern lernen, weil Kinder lernen von Kindern, dass Kinder vielfältig sind und dass sie interessiert und neugierig an der Welt sind. Ich finde es gut, auch von Kindern von Kindern lernen, dass sie ein paar Worte Türkisch lernen, neben dem Deutsch, was sie natürlich in der Kita lernen, oder dass sie ein paar Worte Arabisch lernen. Ich denke, das erweitert eher den Horizont. Ich würde es manchen Abgeordneten auch wünschen, dass sie in eine solche Kita gegangen sind, wo sie auch das gelernt haben, wie man mit Menschen anderer Herkunft umgeht und wie man miteinander umgeht. Wie man eine soziale Gesellschaft aufbaut. Ich denke, dass diese Lernprozesse sind in den Kitas wichtig sind. Da können Kinder eine Menge lernen. Und da bin ich froh, wenn wir Kitas haben mit ganz unterschiedlichen Kindern und ich denke auch mit ganz unterschiedlichen Eltern, die durchaus auch alle in der Lage sind, sich an der Elternbeteiligung zu beteiligen, an der Mitwirkung der Eltern in den Kitas beteiligen. Wir haben jetzt diesen Antrag, der uns vorliegt. Es wurde ja schon gesagt, er ist in wenigen, nur in Kleinigkeiten anders, als wir ihn in der letzten Wahlperiode den Änderungsantrag vorliegen hatten. Es gibt noch eine Begründung, aber jetzt nicht wirklich Neues. Ich kann nachvollziehen, das kann ich gut nachvollziehen, dass, wie der Herr Rock gesagt hat, dass es ein Druck ausgeübt werden soll, dass diese Elternvertretung endlich eingeführt wird. Allerdings denke ich, wir sollten schon schauen, dass diese Elternvertretung sinnvoll und konstruktiv von der Basis auch aufgebaut werden kann. Und ein schrittweises Vorgehen wurde damals vorgeschlagen in der Anhörung, sodass zum Aufbau des flächendeckenden Strukturen in Hessen, um eine gute Beteiligung zu bekommen. Und die AG Kita Eltern Hessen, die ja vorhin schon genannt wurde, hat damals vorgeschlagen, dass eine mögliche Maßnahme, etwa die Einrichtung einer Arbeitsgruppe aus Elternvertretern, Experten, kommunalen und Trägerverbänden sowie Jugendamt und Ministerium wäre. Und da frage ich die Landesregierung, ist dann diese Arbeitsgruppe bereits eingerichtet worden? Ich bin gespannt auf die Antwort. Ist denn was passiert in dieser Frage? Ist in diesem Bereich zu dieser Frage weitere Schritte gegangen worden? Oder soll dieses Thema auf eine lange Bank geschoben werden? Und da teile ich auch die Bedenken von SPD und FDP, die ja aus diesem Grund den Antrag eingereicht haben, um das zu forcieren. Da habe ich gewissen Verständnis dafür. Es fehlen allerdings, es gibt auch einige Punkte, die ich inhaltlich an dem Gesetzentwurf bisher zu kritisieren habe. Ich denke, das kann man vielleicht auch noch qualifizieren. Es fehlen zurzeit noch die Eltern, deren Kinder bei Tageseltern sind. Es wurden die Bedenken wegen der Zeiträume nicht ausgeräumt und werden auch weiter als problematisch angesehen. Ich denke, der Hauptkritikpunkt, das Hauptproblem, das ich mit diesem Gesetzentwurf habe, ist, auf der kommunalen Ebene wird das schön ausgeführt, dass die Elternvertretungen vor Entscheidungen zu wesentlichen Angelegenheiten der Bildung, Erziehung und Betreuung, der Bedarfsplanung sowie bei wesentlichen Fragen, die die Kitas betreffen, angehört worden muss. Aber auf der Landesebene ist diese Formulierung völlig lapidar. Da steht nur, die Elternvertretung vertritt die Interessen der Eltern gegenüber dem Land in allen wesentlichen die Kitas betreffenden Fragen. Hier hat mir auch die Begründung noch nicht weitergeholfen. Ich denke, hier ist es dringend erforderlich, dass es zu einer echten Elternmitwirkung kommt und nicht nur zu einer
lapidaren Anhörung oder einer lapidaren Meinungsäußerung die Eltern machen würden. Hier ist wirklich echte Mitwirkung erforderlich. Ich denke auch, man kann einiges aus dem Schulgesetz durchaus sich herausholen und sehen, inwiefern uns das nützt, was die Kostenbeteiligung, die Kostenunterstützung von Eltern anbetrifft, weil gerade eine Landeselternvertretung ist natürlich für Kita-Eltern insgesamt auch eine kostenintensive Sache, sich daran zu beteiligen. Aber auch, was ist zustimmungspflichtige Maßnahmen, was wären anhörungsbedürftige Maßnahmen. Ich denke, hier erwarte ich, dass dieser Gesetzentwurf weiter qualifiziert wird und dass er wirklich auch auf einen Weg gebracht wird. Ich denke, unser aller Anliegen sollte es sein, dass es eine funktionierende und gut arbeitende Landeselternvertretung gibt für die frühkindliche Bildung. Deswegen ist auch meine Forderung an die Landesregierung, dass dieses in einen vernünftigen und sinnvollen Prozess schnell eingebaut wird. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Böhm. Das Wort hat der Abg. Becher, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, verehrte Damen und Herren! Lassen Sie mich mit einem kleinen grundsätzlicheren Blick einsteigen. Als jemand, der als neuer Abgeordneter sich auf diese Einbringung vorbereitet hat, kommt man in die Situation, ein bisschen sorgfältig noch einmal die Protokolle der letzten Legislatur zu lesen und genau hinzugucken, um diese Debatte zu recherchieren. Vielleicht ist es eben diesem neuen Blick geschuldet, dass mich ein gewisses Maß an Nachdenklichkeit und Erstaunen überfallen hat, wie hier ein Dissens leidenschaftlich gepflegt worden ist zu einem Thema, in dem größte Einheit beim Ziel besteht. Das Ziel bleibt unstrittig. Wir brauchen eine demokratisch legitimierte Landeselternvertretung für Kindergärten. So ist es von der Regierungsseite erklärt worden. Dieses Ziel soll durch dieses Gesetz erreicht werden. Und wenn man auf diesen Vorgang mal so einen Blick von draußen drauf wirft, und vielleicht bin ich im Moment noch in der Situation, dass ein Rest von einem Blick draußen übrig ist, das verflüchtigt sich dann ja schnell, dann wünscht man sich, dass eine Gesetzesinitiative, die den rechtlichen Rahmen dafür setzen will, Unterstützung findet und Einigkeit in diesem Haus erreicht werden kann. Vielleicht liegt ja mein Erstaunen, dass das bisher nicht gelungen ist, eine Chance für uns alle und für dieses Gesetz, jetzt noch einmal neu draufzuschauen. Denn ich bin überzeugt, dass es zur Akzeptanz von Politik bei den Bürgerinnen und Bürgern erheblich beitragen würde, wenn gut genannte gemeinsam erkannte Ziele dann auch dazu führen, dass man gemeinsame Anstrengungen unternimmt, um diese Ziele zu erreichen, statt sich im Parteienstreit zu verlieren. Uns ist das jedenfalls sehr wichtig, und deswegen nehmen wir das noch einmal auf. Wir nehmen etwas auf, das wird Sie nicht überraschen, weil dieser Vorschlag ja bereits in unserem umfassenderen Gesetzentwurf zur Neustrukturierung und zur Qualitätsverbesserung in der frühkindlichen Bildung eingebettet war. Es ist ja quasi ein Teilaspekt dessen, dessen Dringlichkeit wir vorher schon formuliert haben. Vielleicht kann es uns allen auch noch einmal helfen, um zur Einordnung zu kommen, wenn man schaut, dass das, was hier in Hessen so ganz langsam und es wurde eben noch einmal gesagt, organisch endlich wachsen soll, ja schon lange bis zu einer Bundesebene gewachsen ist. Seit 2014 sind 13 von 16 Bundesländern gemeinsam und demokratisch legitimiert in der Bundeselternvertretung organisiert unterwegs. Seit 2014. Hessen fehlt. Und, verehrte Damen und Herren, darüber kann auch nicht hinwegtäuschen, dass die Landeselterngemeinschaft jetzt dieses Mandat zur Heilung dieses Fehlers übertragen bekommen hat. Das organisatorische Defizit in Hessen wird hier offenbar, und wir können das jetzt gemeinsam beheben. Wichtiger noch aber als diese organisatorische Perspektive sind mir die inhaltliche Bedeutung und die Dynamik, die dieses gesamte Feld der Kindertagesstätten und der Kindertagespflege erfahren hat.
konzeptionell, pädagogisch, organisatorisch sind in den letzten Jahren Entwicklungen und Veränderungen nötig gewesen, weil es die gesellschaftliche Situation, die Situation von Kindern und ihren Familien herausgefordert hat. Ich kann mich hier den Ausführungen von Kollegen Rock nur anschließen, der das, finde ich, sehr auf den Punkt gebracht beschrieben hat. Als jemand, der bis vor wenigen Monaten für die evangelische Kirche als freier Träger einen Verbund von 20 Kindertageseinrichtungen verantwortet hat, und an dieser Stelle möchte ich einmal einflechten, dass wir es nicht besser machen als die Kommunalen, sondern solidarisch mit ihnen, die genauso an diesem Thema gut unterwegs sind. Als jemand, der das für 20 Kitas verantwortet hat, habe ich am eigenen Leib diese Dynamik erfahren, die man mit mal mehr und mal weniger sinnhaften Veränderungen sich beschäftigen musste. Freie Träger, Städte, Kommunen, wir sind zum Teil überrollt worden. Und vielleicht in keinem anderen Bildungssektor hat der gesellschaftliche Wandel dermaßen viele Herausforderungen in so kurzer Zeit hervorgebracht. Und wir haben das alles. Wir haben das alles ohne ausreichende Beteiligungsmöglichkeit für die Eltern geschehen lassen. Das ist ein großer Fehler. Den gilt es zu beenden. Den gilt es zu beenden. Und deshalb liegt diese Gesetzesvorlage auf dem Tisch. Und der Mehrwert wird eben nicht nur auf Länderebene auftauchen, sondern eine organisierte Struktur und Stimme der Elternschaft auf Gemeinde-, Stadt-, Jugendamtsebene wird allen Akteuren vor Ort ein Qualitätsgewinn sein, weil Beteiligung auch ein Qualitätsmerkmal ist. Erziehungspartnerschaft, das muss gestaltet und gelebt werden. Eltern sind ein starkes Gegenüber, um in diesem Bereich sich konzeptionell weiterzuentwickeln. Und diese Entwicklung sollten wir uns nicht verbauen. Es ist eine Ermöglichung in diesem Gesetz und keine Gängelung und keine Pflicht. Auch das bitte ich zu beachten. Verehrte Damen und Herren, ich bin wirklich tief genug in der Materie, um nicht auch die Komplikationen sehen zu können, die auch eben gerade angesprochen wurden, eine Elternbeteiligung praktikabel zu organisieren. Ich sage das einmal, wir haben im Trägerverbund der Evangelischen Kirche bei uns in Gießen das Prinzip, dass alle Rollen, also auch die der Eltern, in allen internen Gremien und Entscheidungen vertreten sein müssen, konsequent gelebt und erlebt. Ja, da ist dann häufiger personeller Wechsel durch Wegzug. Ja, das sind dann manchmal hauptamtliche Strukturen, zu ehrenamtlichem Engagement nicht so ganz passend. Das ist nicht immer alles im Parallelschwung. Das hat seine besonderen Herausforderungen. Aber das, verehrte Damen und Herren, ist doch auch unsere Aufgabe, die Rahmenbedingungen und die Unterstützung zu schaffen, in denen solche Beteiligung möglich wird. Und ich will hier anerkennen, dass mit der Förderung der LAG Kita Eltern Hessen ein wichtiges Signal an die Eltern ausgegangen ist und sie als wichtiger Partner für die Weiterentwicklung der frühkindlichen Betreuung und Bildungsangebote gesehen werden. Und die Eltern machen da, auch das gehört hier gesagt, eine hoch engagierte und gute Arbeit, auch jetzt schon. Aber man sollte doch bitte diesem Verein nicht die Bürde auferlegen, ein Netzwerk von unten aufzubauen, das uns als Voraussetzung für eine gesetzliche Regelung dienen soll. Da wird doch etwas auf den Kopf gestellt, nach meinem Empfinden. Auch Netzwerkarbeit erhält einen wichtigen Impuls, einen, sage ich mal, Energieschub, wenn rechtlich eine Verbindlichkeit entsteht, mit der Eltern ihre Kompetenz eingebunden wissen. Und das wollen wir tun. Ich weiß auch um die Sorge der Elternvertretung, dass in der Gesetzesvorlage Fristen zu eng sind, Beteiligungsrechte unterdefiniert bleiben. Da sollen und können wir gerne noch einmal hinschauen, wenn nötig nachbessern. Ich vermute, dass bei den Fristen so viel Spielraum nicht rauskommen wird. Ich frage auch, ob eine harte gesetzliche Festschreibung von Mitspracherechten wirklich klug ist. Jede Definition definiert auch die Ausschlüsse. Da sage ich, seid klug wie die Schlangen. Macht ein Kollege Becher, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Lassen Sie uns das gerne gemeinsam noch einmal anschauen. Ich finde, wir sind in einer Situation, dass wir das Geländer, um diese Beteiligung auf den Weg zu bringen, jetzt mit diesem Gesetz auch wirklich anpacken sollten, um einen Anachronismus in Hessen, nämlich dass die Elternbeteiligung nicht bis auf Landesebene organisiert ist, zu überwinden. Das hoffe ich, dass wir das in dieser Legislatur schaffen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Kollege Becher. Meine Damen und Herren, das war die erste Rede des Kollegen Becher hier in diesem Hause. Ich gratuliere dir ganz herzlich. Und rufe als nächste Rednerin auf die Frau Kollegin Anders, Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der erneut vorgelegte Gesetzentwurf hat ein wichtiges und vor allem ein unstreitiges Ziel. Herr Becher, wir können da wenig Dissens erkennen, nämlich die Beteiligung von legitimierten Elternvertretern von Krippen, Kindergärten und Horten auf Landesebene. Diese Beteiligung soll Eltern ermöglichen, in politische Prozesse eingebunden zu werden. Eltern sollen Gehör finden und ihre Interessen auch einbringen können. Wir GRÜNE teilen das Ziel einer Beteiligung von Elternvertretern auf Landesebene. Eltern sind wichtige Erziehungs- und Bildungspartner der Kindertageseinrichtungen. Die Kooperation zwischen den Eltern und den Einrichtungen ist entscheidend für die Bildungsbiografie von Kindern. Deswegen ist es wichtig, dass auch alle Akteure ernst genommen werden. Die Interessen der Eltern, die Interessen der Kinder und natürlich die des Fachpersonals müssen auf Landesebene gehört werden. Ihr vorgelegtes Gesetz beschreibt, wie die Strukturen für die Beteiligung der Eltern auf Landesebene aussehen müssen. Und es braucht dafür eben demokratisch legitimierte Elternvertreter auf kommunaler und Jugendamtsbezirksebene. Und hier liegen immer noch die Schwierigkeiten, deswegen wir dem Gesetz so auch nicht zustimmen können. Um Landeselternvertreter wählen zu können, braucht es demokratisch legitimierte Gremien, und diese Strukturen gibt es noch nicht. Das wird ein immenser Kraftakt sein, in über 4.200 Kitas diese Strukturen aufzubauen. Anders als es eben bei den Schulen ist, ist die Trägerschaft der Kitas um einiges bunter und um einiges vielfältiger. Die Interessen der Eltern sind um einiges differenzierter, als sie es in der Schule sind, wo es eben einheitliche Curricula gibt. Nur wenige Städte haben überhaupt schon Stadtelternbeiräte, und meistens sind die eben ohne Elternvertreter der freien Träger. Für dieses Problem gibt es in dem neuen Gesetzentwurf wieder keine Lösung. Und es stellt sich wieder die Frage, wie werden die freien Träger denn vor Ort dann eingebunden? In Ihrer Begründung zu Absatz 1 steht, dass die Elternbeiräte der Kindertageseinrichtungen der jeweiligen Stadt oder Gemeinde im Rahmen einer Vollversammlung eine Elternvertretung wählen. Das ist irreführend, da nicht klar ist, ob es nun die städtischen Einrichtungen betrifft oder auch gemeinsam die freien Träger. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Bitte. Der Kollege Herr Gerhard Merz schon vor einem Jahr gefragt hat, ich darf ihn einmal zitieren, ich kann noch nicht erkennen, wie die freien Träger in dieses Spiel einbezogen sind. Ich kann auch nicht erkennen, wer nach § 27a Absatz 1 verantwortlich ist für die Vollversammlung, in die er gewählt worden ist. Das ist eine Frage, die meines Erachtens geklärt werden muss. Zitat Ende. Diese Frage bleibt immer noch unbeantwortet, und deswegen hat das Sozialministerium den Verein LAG Kita Eltern Hessen mit finanziellen Mitteln ausgestattet, um genau darauf eine Antwort zu finden. Die Servicestelle, die installiert wurde, wird eine Bestandsaufnahme machen zu den Gremien, die es schon gibt, und sie wird herausfinden, was man tun muss, um es aufzubauen und zu erweitern. Das geschieht mit den Beteiligten vor Ort. Das halten wir für sinnvoll, dass die, die auch damit dann arbeiten müssen, in diesen Prozess eingebunden werden. Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme kennen wir noch nicht. Die Situation in den über 400 Kommunen in Hessen ist eben unterschiedlich. Da darf ich auch gerne die Projektkoordinatorin Katrin Kraft des Vereins zitieren, die nämlich gestern gesagt hat, es ist spannend, wie die Elternbeteiligung in Hessen gestaltet ist und wie unterschiedlich gut die Zusammenarbeit zwischen Elternschaft,
Fachverwaltung und Politik funktioniert. Also, wir sehen, dass der sehr engagierte Elternverein gerade einmal ein halbes, dreiviertel Jahr arbeitet. Und diese Vernetzungsarbeit und die Beratung vor Ort muss unbedingt noch flächendeckend ausgebreitet werden. Und erst wenn es diesen Unterbau gibt, macht es doch Sinn, ein Dach draufzusetzen. Erst dann sollten wir einen Landeselternbeirat und die anderen Gremien, die ja dafür erforderlich sind, auch gesetzlich festschreiben. Sehr verehrte Damen und Herren, ohne einem festen Fundament und einem Unterbau nutzt uns das Dach eines Elternbeirats gar nichts. Deswegen werden wir GRÜNE sicher nicht den zweiten vor dem ersten Schritt tun. Ich fasse zusammen, wir sind uns im Ziel einig. Kita-Eltern sollen in politische Prozesse eingebunden und beteiligt werden. Wir sind uns im Ziel einig, es soll ein legitimierter Landeselternbeirat in Hessen etabliert werden. Der Weg dorthin bleibt streitig. Wir wollen erst das Fundament und den Mittelbau etablieren und dann das Dach draufsetzen. Wir wollen arbeitsfähige Gremien und keine Scheinversammlungen. Vielen Dank, Frau Kollegin Anders. Auch das war die erste Rede der Kollegin Anders. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das Wort hat die Frau Kollegin Ravensburg, CDU-Fraktion. So viel Spaß. Mach's gut, bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will zunächst einmal damit anfangen, worüber wir hier fast alle übereinstimmen, nämlich dass die Kindertagesstätten und die Krippen eine immer größere Rolle in der Entwicklung unserer Kleinsten spielen und deshalb wir auch besonders auf die Qualität in unseren Kindertagesstätten schauen müssen. Denn einerseits steigt die Anzahl der betreuten Kinder und die Betreuungszeit an sich nimmt zu, auch wenn wir, Herr Rock, auf dem Land noch nicht die hohen Betreuungszahlen haben, die Sie eben erwähnt haben, wahrscheinlich für Offenbachland. Umso wichtiger ist es, dass sich die Eltern aber auch auf diese Qualität in den Kindertagesstätten verlassen können und sie auch die Möglichkeit haben, Einblick in das zu nehmen, was in den Kindertagesstätten passiert. Ich hätte mir deshalb, Herr Rock, gewünscht, dass Sie einmal erwähnt hätten, dass wir mit dem Kinderförderungsgesetz flächendeckend in ganz Hessen bereits in allen Kindertagesstätten die Elternvertretung etabliert haben. Das heißt, die Eltern haben längst die Mitspracherechte in den Kindertagesstätten. Und es geht jetzt darum, wie organisieren wir auch übergreifende Strukturen, wo Eltern Mitspracherechte haben. Aber es ist nicht so einfach zu sagen, wir haben ja Elternvertretung in den Schulen, und dann übertragen wir das so ganz einfach. Die Kollegin Anders hat schon erwähnt, 4.200 Kitas haben wir und eine völlig unterschiedliche Struktur. Und das ist auch eine gute Sache so. Denn wir sind ganz stolz in Hessen auf unsere vielfältige Trägerstruktur, von kommunalen über konfessionelle Kitas bis zu Elterninitiativen. Wir haben Betriebskindergärten und eine breite Vielfalt von freien Trägern. Und das wissen die Eltern hier in Hessen sehr zu schätzen. Aber genau diese Trägerstruktur ist es auch, die die Einführung von Kita-übergreifenden Elternvertretungen auf kommunaler, auf Jugendamtsebene und natürlich dann als Oberbau auf landesweiter Ebene so komplex werden lässt. Und wenn man sich eben noch einmal diese Zahl vor Augen hält, die wir haben,
dann kann man auch eine Vorstellung von dem halten, welche Herkulesaufgabe dort auf einrichtungsübergreifende Elternvertretung zukommen würde. Und deshalb sind wir den Kita-Eltern Hessen sehr dankbar für ihre Initiative, sich zu engagieren. Sie sind bereits jetzt ein kompetenter Gesprächspartner und gern gesehen bei uns in unseren Anhörungen. Sie sind auf den Tagungen vertreten und sind rund um die Kinderbetreuung in Hessen jederzeit ansprechbar. Sie sind jetzt hessenweit unterwegs, und sie werben für das Ziel, die Vernetzung der Kitas auf den verschiedensten politischen Ebenen voranzubringen. Aber ich sage auch ganz klar, natürlich ist die kommunale Ebene als allererstes einmal gefragt. Wir begrüßen deshalb, dass das Hessische Sozialministerium die Geschäftsstelle für die Kita-Eltern in Gießen mit Personal und Sachmitteln ausgestattet hat. Wir unterstützen ebenso die Entscheidung des Ministeriums, dass die Kita-Eltern künftig in die Arbeit des Landesjugendhilfeausschusses eingebunden werden sollen. Die Vertreterin der Servicestelle Kita-Eltern als eine in der Jugendhilfe erfahrene Persönlichkeit soll in dieser Legislaturperiode als stellvertretendes Mitglied in den Landesjugendhilfeausschuss gewählt werden, und zwar aus folgendem Grunde. Dort wird nämlich in den Fachausschüssen genau alle relevanten Themen, die die Kindertagesbetreuung in Hessen betrifft, auch intensiv beraten. Aber über Ihren Gesetzentwurf, sehr geehrte Kollegen von SPD und FDP, bin ich ehrlich gesagt verwundert. Er ist, das wurde hier schon gesagt, fast gleichlautend mit dem Gesetzentwurf von FDP in der Fassung mit dem Änderungsantrag, den Sie damals eingebracht haben mit der SPD gemeinsam und den wir, wie gesagt, abgelehnt haben. In diesen Beratungen wurde damals nämlich schon sehr deutlich, es gibt bisher kaum übergreifende Elternvertretungen in Hessen. Es gibt wenige Stadtelternbeiräte, wie beispielsweise in Frankfurt, die aber lediglich die kommunalen Kitas vertreten. Herr Becher, ich weiß auch noch nichts von übergreifenden Elternvertretungen in den evangelischen Kindertagesstätten hier in Hessen. Und in dieser Situation kommt ohne Abstimmung mit den Kommunen erneut der alte Gesetzentwurf wieder hier auf die Landtagstagesordnung. Das, finde ich, führt vor Ort nicht zur Akzeptanz und ganz sicherlich auch nicht zur begeisterten Umsetzung. Eine per Gesetz verordnete Wahl nach dem Motto, ab morgen haben wir stadtweite Elternbeiratswahlen, jetzt brauchen wir auch Vertreter, die kandidieren, das wird dem Ansinnen der demokratischen Beteiligung von Eltern in der Kindertagesbetreuung nicht gerecht. Nach intensiver Beratung und Abwägung der Argumente haben wir nämlich damals aus diesem Grunde auch den Gesetzentwurf abgelehnt. Ich habe noch nicht gesehen, dass die Situation sich in dem letzten halben Jahr wesentlich verändert hätte. Wir wollen einen ganz anderen Weg, um Eltern mehr Mitsprachemöglichkeiten auf den politischen Ebenen zu ermöglichen. Und da hat auch Frau Böhm von einem Prozess gesprochen, und das finden wir richtig. Die Initiative muss aus der Elternschaft herauskommen, und sie muss den unterschiedlichsten Strukturen der hessischen Kindertagesstättenlandschaft Rechnung tragen. Und deshalb begrüßen wir eben, dass die Kita-Eltern auch mit den kommunalen Spitzenverbänden und möglichst auch mit den Trägern Gespräche führen und jetzt erst einmal eine landesweite Abfrage gemacht haben, um festzustellen, wo es was in Hessen gibt und welche Strukturen dort genutzt werden können, um das zu organisieren. Denn ich finde es immer richtig, dass man auf vorhandenen Strukturen aufbauen muss. Und es gibt übrigens auch einen stadtübergreifenden Elternbeirat, nämlich in Oberursel. Und den gab es übrigens schon weit vor unserem Gesetz. Und der ist dort auf freiwilliger Ebene eingeführt worden. Es hindert also keinen, das jetzt schon zu machen. Wir sind jedenfalls gespannt auf die Auswertung dieser Umfrage und wollen die Ergebnisse auf jeden Fall in unsere Überlegungen einbeziehen. Wir finden es sehr schade, Herr Rock,
dass sie die wirklich hoch engagierten Kindertageselterninitiative, dass sie ihnen überhaupt keine Zeit und Chance geben, ihre Arbeit umzusetzen, sondern bereits jetzt schon wissen, dass das scheitert und sie wieder einen Gesetzentwurf einbringen müssen. Frau Kollegin Ravensburg, Sie müssen dann auch zum Schluss kommen. Ja, ich komme zum Schluss. Wir sehen den Beratungen im Ausschuss entgegen. Wir sind gespannt, ob sich die Situation im letzten halben Jahr wesentlich verändert hätte, dass es recht gerechtfertigt ist, den Gesetzentwurf erneut so früh in der Legislaturperiode einzubringen, und sind gespannt auf die Beratung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ravensburg. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Klose. Hochverehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In der Tat, wir beraten heute hier erneut den Gesetzentwurf zur Änderung des Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches, der bekanntlich inhaltsgleich ergänzt um den damaligen Änderungsantrag der Fraktion der SPD von der FDP schon einmal eingebracht wurde. Es ist auch aus unserer Sicht, auch aus Sicht der Landesregierung, schwer nachvollziehbar, warum dieser Gesetzentwurf nach so kurzer Zeit erneut in das parlamentarische Verfahren eingebracht wird. Deshalb kann ich für die Landesregierung auch nur erneut feststellen, dass der Gesetzentwurf für die Einrichtung eines Landeselternbeirats zwar in die richtige Richtung geht, wir aber eine Regelung nach wie vor für verfrüht halten und deshalb an der Ablehnung Ihres Gesetzentwurfs festhalten. Wir zweifeln nach wie vor, ob es sinnvoll ist, eine Regelung bereits in diesem Jahr zu treffen. Eine Landesregelung sollte auf einer Erhebung dessen, was real ist, aufbauen und mit Praktikerinnen und Praktikern entwickelt werden. Wenn Sie so leicht zu amüsieren sind, herzlichen Glückwunsch. Und mit Praktikerinnen und Praktikern entwickelt werden, damit für die Eltern und die Einrichtungen die passenden Lösungen gefunden wird. Und deshalb, meine Damen und Herren, die Etablierung einer Elternvertretung über die vorhandene Ebene der Einrichtungen hinaus ist aus unserer Sicht wünschenswert. Erziehungsberechtigte sollten auf jeder Ebene, auf der Kindertagesbetreuung gestaltet wird, beteiligt sein. Sie wissen am besten, wo der Schuh drückt, was es in der Kindertagesbetreuung braucht, welche Bedarfe bestehen. Eltern sind unsere wichtigsten Partnerinnen und Partner, denn es geht um ihre Kinder. Sie sind unverzichtbar, um die Kinderbetreuung vor Ort und auf Landesebene weiterzuentwickeln. Wir wollen die Elternvertretung aber nicht kurzfristig mit Inkrafttreten am 1. August 2019 per Gesetz vorschreiben und den Kommunen verordnen. Das ist aus unserer Sicht schlicht zu früh. Wir möchten zunächst eruieren, welche Regelung praktikabel ist. Es werden verschiedene Wege, die Beteiligung sicherzustellen, diskutiert. Und auch die Regelungen der anderen Bundesländer unterscheiden sich erheblich. Wir wollen für Hessen den richtigen und den besten Weg finden. Und welche Schritte haben wir zur Erreichung genau dieses Ziels bereits unternommen? Die durch die Landesregierung geförderte LAG Kita Eltern Hessen hat im Herbst letzten Jahres eine Befragung über die bestehenden Elternvertretungen bei den hessischen Kommunen durchgeführt, genau um zu ermitteln, in welchen Kommunen es bereits Elternvertretungen über die individuelle Einrichtung hinaus gibt, ob sich hier nur Eltern kommunaler oder auch freier Träger organisieren und welche Formen gut funktionieren. Und die Auswertung genau dieser Befragung steht noch aus. Derzeit ist davon auszugehen, dass es zwar in den Städten überwiegend bereits einrichtungsübergreifende Elternvertretungen gibt, allerdings sind hier meist die kommunalen Träger repräsentiert, nicht aber die freien Träger. Die freien Träger machen aber etwa die Hälfte der hessischen Kindertagesbetreuung aus. In den kreisangehörigen Gemeinden, insbesondere in den kleineren Gemeinden, ist eher nicht davon auszugehen, dass es verfasste Strukturen der Elternbeteiligung gibt. Und auch auf Landkreisebene bestehen derzeit keine entsprechenden Elternvertretungen. Und deshalb meinen wir,
dass die Auswertung dieser Bestandsaufnahme erst eine gute Basis bietet, um unter Einbeziehung der Erfahrungen aus der Praxis über die für Hessen passende Regelung für einen Landeselternbeirat zu entscheiden. Es war übrigens die genannte LAG selbst, die sich in der Anhörung dafür ausgesprochen hat, auf der Grundlage ihrer Bestandsaufnahme in einem partizipativen Prozess eine Landeselternvertretungsregelung zu erarbeiten. Ich denke, es ist richtig und es ist gut, diesem Rat zu folgen. Wir wollen im Interesse sowohl der Eltern als auch aller anderen an der Kinderbetreuung Beteiligten größtmögliche Akzeptanz für eine solche künftige Regelung schaffen. Wir dürfen außerdem nicht vergessen, dass die Anhörung im letzten Jahr gezeigt hat, dass hier eben noch nicht in jedem Fall mit Zuspruch zu rechnen ist. Das bezieht sich natürlich auch auf die Frage der Kosten. Hierzu fehlt aus unserer Sicht auch in Ihrem Gesetzentwurf nach wie vor eine seriöse Berechnung. Wir halten es deshalb für besser, die Elternvertretung Schritt für Schritt zu stärken und den Partnerinnen und Partnern vor Ort Zeit zu geben, um Kommunikationsstrukturen aufzubauen, Vertrauen zueinander zu finden. Wir halten es für zielführender, miteinander zu reden, gemeinsam eine Lösung zu suchen, weil eine solche Regelung dann auch auf mehr Akzeptanz treffen wird. Deshalb fasse ich noch einmal zusammen, damit es ganz klar ist. Ja, auch wir wollen eine Elternvertretung über die Elternbeiräte in den Einrichtungen hinaus gesetzlich etablieren. Wir wollen Eltern als die wesentlichen Erziehungs- und Bildungspartner der Tageseinrichtungen für Kinder auch auf Landesebene an der Willensbildung in diesem Bereich beteiligen. Also ausdrücklich Zustimmung, Herr Kollege Becher, weil Sie die Frage ja auch gestellt haben. Es gibt keinen Konflikt, was das Ziel angeht. Aber wir wollen eine gut vorbereitete und partizipativ erarbeitete Einführung einer landesweiten Interessenvertretung der Eltern. Diese wesentlichen Voraussetzungen sind aber mit Ihrem Gesetzentwurf nicht erfüllt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Klose. Für eine zweite Runde hat sich der Abg. Rock von den Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Herr Minister Klose, es geht hier genauso weiter wie mit Ihrem CDU-Vorgänger, und das ist für mich persönlich eine große Enttäuschung. Da hatte ich auf neue Akzente gehofft. Das haben Sie heute hier nicht getan. Ich kann Ihnen sagen, natürlich haben wir uns ausgetauscht mit den Eltern, wir haben uns ausgetauscht mit der LAG, wir haben uns ausgetauscht neben der Anhörung mit den Fachverbänden. Wir haben eine eigene Veranstaltung hier gemacht. Wir haben die Gesetze in der Liga, in allen Gremien, die es hier gibt, bei den üblichen Verdächtigen besprochen und durchgesprochen. Wir kennen die Anhörung. Wir kennen Vorschläge aus der Anhörung. Wir hätten natürlich auch noch einmal Vorschriften machen können. Nein, wir haben uns dafür entschieden, dass wir wollen, dass der frisch gewählte Landeselternbeirat selbst sich eine Satzung gibt, selbst überlegt, wen er kooptiert, dass er selbst die Möglichkeit hat, natürlich, das steht ja drin, in der Zuhilfenahme Dritter, weil er das natürlich nicht neben seiner normalen Arbeit in allzu großer Tiefe leisten kann. Aber natürlich soll er selbst entscheiden, weil das ist Partizipation, das ist eben Teilhabe von Eltern und nicht wieder alles vorschreiben und sagen, so muss es sein, sondern wir nehmen die Eltern ernst und dass sie entscheiden, wie sie die Zusammenarbeit ausgestalten wollen. Das war unser Ziel in diesem Gesetzentwurf, und dazu stehen wir auch. Ich finde es schon abenteuerlich, dass hier vorgetragen wird, dass es womöglich nicht in jeder Kita einen Elternbeirat gibt. Das ist doch abenteuerlich. Wir haben eine gesetzliche Vorgabe. Die Elternbeiräte sind gesetzlich verankert. Es gibt in jeder Jugendkita in Hessen gibt es einen Elternbeirat. Und selbstverständlich kann man die einladen zu einer Wahl. Und selbstverständlich
können dann aus diesen Elternbeiräten in den Kitas sich auch Gruppierungen finden, die dann auf höheren Ebenen den Willen der Eltern bis hierher tragen. Selbstverständlich, weil aus der Lebenserfahrung ist es doch so, wenn Sie Kinder haben und in der Kita dieselben Eltern, die in den Elternbeiräten der Kita sitzen, sind doch nachher auch die Eltern, die in den Elternbeiräten der Schulbeiräte sitzen. Das sind dieselben engagierten Eltern. Und natürlich sind die bereit, auch für ihre Kinder Verantwortung zu übernehmen und für die Kinder der alten Eltern, die eben dafür nicht die Zeit haben. Machen Sie doch nicht aus etwas ein Problem, wo es überhaupt kein Problem gibt. Wenn Sie etwas nicht wollen, dann sagen Sie, dass Sie es nicht wollen. Und wenn Sie etwas wollen, dann sagen Sie, wann Sie es wollen. Herr Klose, dann sagen Sie uns, wir brauchen 2 Jahre, um die Umsetzung gestalten zu können. In 2 Jahren setzen wir dieses Gesetz durch. Wir schreiben dann CDU und GRÜNE drüber. Dann stimmen wir auch zu und sind dankbar, dass Sie es gemacht haben. Wir haben damit kein Problem. Aber dann sagen Sie, wollen Sie den Elternbeirat, wollen Sie ihn umsetzen, und wann wollen Sie ihn umsetzen, dann sind Sie glaubwürdig. Und das, was Sie hier machen, sieht doch wieder nur so aus, als wollten Sie Themen zur Seite schieben und versuchen, hier sich hinter, sagen wir doch mal, 1,5 Stellen Elternengagement zu verstecken als Ministerium. Das finde ich schon sehr schade, hier so eine Stellungnahme abzugeben. Als Sie 350 Millionen € kurz vor der Wahl in die Kommunen bringen wollten, waren Sie in der Lage, von allen Kitas in Hessen in kürzester Zeit die Beitragssatzung abzufragen. Da waren Sie in der Lage, als Sie das wollten, innerhalb von Wochen Gesetze umzusetzen, wenn Sie das wollten. Das wollen Sie einfach nicht. Und wir werden Sie so lange stellen im Hessischen Landtag, bis wir eine Landesvertretung haben für die Eltern haben. Sie werden sich hier nicht davonmogeln können, als eines der letzten Länder in ganz Deutschland, die den Eltern die Partizipation verweigern. Damit kommen Sie nicht durch, das verspreche ich Ihnen. Vielen Dank, Herr Rock. Als Nächstes hat sich Herr Becher von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Präsidentin, verehrte Damen und Herren! Lassen Sie mich auf 5 oder 6 Begriffe eingehen, weil ich glaube, wir sind ja so in einer Phase, wo man vielleicht auch noch einmal ein bisschen die jeweiligen Verständnisse klären muss, damit man überhaupt versteht, warum hier wer wie argumentiert. Und ich würde gerne an 5 Stellen noch einmal meine Irritation ausdrücken. Freie Träger, kommunale Träger. Da wird hier mehrfach eine Kluft aufgemacht, als würden wir sozusagen in eine Erstbegegnung miteinander gehen. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Wir haben gesetzliche Spielregeln, die gelten dort und dort. Das geht um die Elternbeteiligung, das geht bei der Frage von, wie die Gebührenerhebung ist. Das ist überhaupt kein Problem. Ich weiß nicht, warum das immer so betont wird. Ich finde, wir sollten an den Stellen, wo es nicht ist, drücken, dass es passiert, weil wir, finde ich, sozialraumorientiert gucken sollten. Da, wo kommunale und freie Träger in einem Sozialraum sind, müssten wir helfen, dass sie zueinander finden, wenn es nicht längst gelingt, weil wir, glaube ich, ein sozialräumliches Verständnis von diesem Thema entwickeln sollten, weil es politisch geboten ist. Mein zweiter Begriff. Die Unterschiedlichkeit wird sozusagen, das ist eine hermeneutische Frage, die Unterschiedlichkeit wird hier permanent hervorgehoben als großes Gegenargument. Man kann die Dinge so überkomplex betrachten, dass man handlungsunfähig wird. Das finde ich aber nicht hilfreich. Unterschiedlichkeit kann genau danach rufen, dass man einen Rahmen bildet, in dem diese Unterschiedlichkeit zueinander finden kann. Also das ist nicht automatisch ein Argument dafür, dass man da jetzt noch warten muss. Das würde ich gerne zum Wort Unterschiedlichkeit sagen. Der dritte Begriff, der in dieser Debatte eine große Rolle spielt, ist das Fundament, das keinen Überbau zu früh kriegen soll. Ich bitte Sie, das Fundament sind doch hoffentlich die Kitas mit ihren Elternbeiräten. Das haben wir doch. Wir müssen doch kein Fundament mehr schaffen. Das ist doch da. Das andere werden wir vielleicht grundsätzlich erklären müssen. Bei dem Stichwort Gesetz kann man denken, es geht immer um Verordnung. Gesetze verordnen Dinge. Ich habe ein Verständnis, dass Gesetze auch Ermöglichungen sind. Da könnte man auch so rum drauf blicken. Und der Punkt von Prozess und Beteiligung. Ich finde, Gesetze können auch Prozesse anstoßen und befördern. Sie schaffen einen neuen Rahmen und sollen Prozesse nicht abschneiden. Beteiligung, ich bin jemand, der wirklich sehr dafür spricht, dass man auf dem Weg zu einem Ziel
möglichst viele Beteiligungsschleifen hat und gut unterwegs ist. Aber die Frage ist doch, auf welcher Schiene macht man das? Und warum das Gesetz als ein Geländer, das die Ernsthaftigkeit der Landesregierung auch zum Ausdruck bringt, dass man das will und dass man dieses Ziel wirklich schnell erreichen will, auch als Signal für die Elternschaft versteht und auch als Ermutigung übrigens für die LRG. Das ist doch gar kein Gegensatz. Die LRG mit ihrer Arbeit sind ja diejenigen, die helfen werden, dieses Gesetz mitzufüllen. Das ist ja kein Einschnitt, sondern eigentlich auch eine Wertschätzung, mit diesem Gesetz zu sagen, die Arbeit mit der Richtung, die hier angesetzt ist, ist richtig, und sie kriegt jetzt sogar eine gesetzliche Grundlage. Ich finde, da sind wir eigentlich gut unterwegs. Ein letzter Punkt. Ich bin gespannt, wie die ganz großen gesetzlichen Alternativen aussehen werden. Ich befürchte so ein bisschen, dass wir sehr lange warten und am Ende sind, weil ich die Varianten, ich habe auch noch nichts gehört. Ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, warum machen wir es nicht so, warum ist das nicht so drin. Ich habe die Alternativen nicht gehört. Und glaube, dass sie auch eigentlich nicht rüberkommen werden. Deswegen befürchte ich so ein bisschen, dass es letztlich doch eine Verhinderungsstrategie ist. Aber ich hoffe auch noch, dass ich mich da täusche und eines Besseren belehrt werde. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Becher. Als Nächstes hat die Abg. Anders von der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte jetzt doch noch einmal auf einiges eingehen, weil so kann man das nicht, glaube ich, stehen lassen, dass wir hier Angst haben vor Eltern, dass wir Angst haben vor Beteiligung und dass wir Angst hätten vor Transparenz. Das ist mitnichten der Fall. Ich finde, was der Sozialminister Klose beschrieben hat, das ist wichtig, und das zeigt sehr wohl, dass es vielleicht auch um einen anderen Ton geht, dass es vielleicht auch um eine andere Richtung der Sozialpolitik geht hier in diesem Land, nämlich Partizipation. Und diese Partizipation ist für uns wichtig, um eben nicht über die Köpfe hinweg zu entscheiden, über die Köpfe hinweg von Eltern, von Kommunen und von Kreisen. Und wir werden diese Städte und Kommunen nicht damit alleine lassen, das jetzt einfach einmal flächendeckend umzusetzen. Das werden sie nicht einfach so hinkriegen, das kann ich Ihnen sagen. Es gibt ganz, ganz viele Kommunen, die sich bisher verweigern, überhaupt Stadtelternbeiräte zu initiieren. Die weigern sich einzuladen, die wollen gar nicht mit allen Trägern gemeinsam reden. Nee, natürlich geht es nicht ohne Gesetz, aber wir brauchen Gesetze, die dann auch praktikabel sind. Und Gesetze sind eben nicht nur da, um mal irgendwas auszuprobieren. Gesetze sind auch keine Modellprojekte, die wir einfach mal ausprobieren, sondern Gesetze sollen dann schon so sein, dass man sie auch vor Ort umsetzen kann. Frau Kollegin Anders, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Abg. Rock? Wir haben mit der LAG Kita Hessen einen guten Partner, der die Kommunen darin unterstützen wird, der dafür finanzielle Mittel bereitgestellt bekommen hat, um genau diese wichtige Arbeit vor Ort zu machen. Da sind dicke Bretter zu bohren. Glauben Sie es mir, es ist nicht überall so schön wie vielleicht in der Stadt, wo Herr Becher herkommt, sondern es gibt einige Städte, wo noch viel Entwicklungsbedarf ist. Die lassen wir nicht alleine, die unterstützen wir. Und das ist eine wichtige Arbeit, die in den nächsten ein, zwei Jahren noch zu leisten ist. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Anders. Damit sind wir am Ende der ersten Lesung angekommen. Ich überweise den Gesetzentwurf zur weiteren Beratung in den Sozial- und Integrationsausschuss.